Die Firma Stunt Racers aus Thüringen. Das Geschäftsfeld, Überschläge, Fahren auf zwei Rädern und das Verwandeln von älteren Autos in Schrott. Hinterm Steuer das Mitglied der Geschäftsleitung Jeffrey Cord. Er und seine Familie sind seit 30 Jahren im Geschäft. Berufsbezeichnung, sagen wir, Autoquäler. Am besten kann ich mit einem Auto auf zwei Räder fahren, dann mit einem Lastwagen auf zwei Räder fahren und mit am liebsten überschlage ich mich mit dem Auto. Autofahren wie ein richtiger Stuntman. Davon träumt Grip-Testfahrer Helge Thomsen seit seiner Kindheit. Sein größter Wunsch, einmal mit dem Auto auf zwei Rädern fahren. Helge soll bei den Stunt Racers in die Lehre gehen. Immerhin, das Gefühl, in Seitenlage zu fahren, kennt er schon von früher, als er noch im Tretauto unterwegs war. Im Catcar ging es ja. Hinten angefasst, Kurve und war nur das linke Rad angetrieben. Und wenn man sich da auf die Seite gelegt hat, war es ja auch nicht so schlimm. Ne? Kleines Pflaster und dann ging es weiter. Mutti hat geschimpft. Mit dem Auto ist das alles was anderes. Mit diesem Ford Sierra soll Helge auf zwei Rädern fahren. Das Differential der Hinterachse ist gesperrt. Das sorgt dafür, dass beide Hinterräder gleichmäßig stark angetrieben werden. Die Rampe, einen Meter hoch und fünf Meter lang. Sie gibt den Impuls. Den Rest muss Helge selber machen. Nicht zu schnell über die Rampe fahren. Erster Gang oder zweiter Gang? Erster Gang. Und der Rest, das siehst du dann von alleine. Was das Auto macht, das musst du auch machen. Also fährst nur knapp mit dem rechten Rad einfach. Mit rechten Reifen auf die Rampe und dann muss man weiter gucken. Verdammt. Ich lasse mal den Helm auf. Tu das. Jeffrey ist kein Freund großer Worte. Da gibt es auch nichts zu erklären. Über die Rampe fahren, Schräglage, fertig. Ist doch kein Problem. Yes! Komm mal her. Ich werd verrückt. Oh Mann, du siehst ja, wie du arbeiten musst hier mit dem Lenkrad. Oh. Ich habe jetzt auch schon die Kupplung gedrückt. Alter Schwede. Mehr geht nicht. Achtung! Ja. Yo! Er hat mir erzählt, fährst im ersten Gang die Rampe hoch, halte ich ein bisschen fest, ich sag Bescheid, wenn es runtergeht, Hände nicht aus dem Fenster und er fährt hoch, zack, wir waren genau auf dem Kipppunkt und dann fährt der Bursche einfach 50 Meter auf zwei Rädern. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Und nun Seitenwechsel. Ja, muss ich auf irgendwas achten? Erster Gang, Standgas. Ein bisschen mehr wie Standgas. Hochfahren, gegenlenken. Hochfahren und gucken, was das Auto macht. Abenteuer. Ich probiere es mal. Das muss als Einweisung reichen. Ein bisschen mehr Gas, mehr. Hast du nicht runtergefahren, ne? Das bist du runtergefahren. Helge muss den Punkt finden, an dem der Sierra weder auf die Seite kippt, noch auf allen Vieren landet. Das ist erheblich schwerer als gedacht. Er kommt nicht hoch. Das verdammte Ding will einfach nicht. Ja, musst du da mehr Gas geben oder woran liegt's? Nee, das liegt. Ich muss mehr gegenlenken. Ihr habt ja gesehen, wie ich fahre. Ich fahre auch langsam. Das klappt. Umso schneller, umso schwieriger ist es. Wenn er aufs Dach fällt, dann tut er sich auch weh. Das umso schneller ist scheiße. Er muss ein Tempo haben, um nur das Auto abfangen. Das Ding wird jetzt fertig gemacht. Das sagt sich so einfach. Denn zu viel gegensteuern heißt Landung auf dem Dach. Dann war's das mit dem Stuntman-Lehrgang. Stück für Stück tastet sich Helge an den entscheidenden Punkt heran. Ich habe gewartet, bis das Hinterrad von der Rampe ist und dann eingelenkt. Das ist zu spät. Man muss eigentlich, sobald das Vorderrad mit dem schweren Motor die Rampe verlässt, sofort gegenlenken. Da traut man sich natürlich nicht. Das heißt, ich bin eigentlich nach zwei Metern schon wieder auf vier Räder gefallen. Ein paar Versuche später. Helge scheint den Kipppunkt gefunden zu haben. Er kommt seinem Ziel näher. Einmal auf zwei Rädern über die ganze Fläche fahren. Das war jetzt zum ersten Mal das Gefühl, ich habe gegengelenkt und es hat sich was getan. Also einmal so, einmal so. Vielleicht war es ein Zufall, aber ich glaube, ich komme der Sache näher. Doch das Einzige, was näher kommt, ist der Boden. Auto aus, ausmachen. Anfängerfehler. Helge wollte zu viel. Ob der Sierra nach diesem Crash noch fährt? Abwarten. Gefährlich war das nicht, nur unangenehm. Helge macht schon wieder Witze. Oh. Ja, ich meine, das ist ja ein klappbarer Spiegel. Und das mal ausprobieren. Nee, beim zweiten Mal habe ich zu viel gegengelenkt. Zack, gleich auf der Seite gelandet. Das war schon ein bisschen unheimlich. Jetzt oder nie.
Helge will Jeffrey nicht nochmal enttäuschen und schafft es prompt, ein paar Meter auf zwei Rädern zu fahren. So weit ging es noch nie. Helges bester Versuch. Noch nicht über den ganzen Platz, aber immerhin gut 15 Meter weit. Das Ziel rückt in greifbare Nähe. Ja! Oh. Ja, geht doch. Yes! Er war oben und ich konnte gegenlenken, hat funktioniert. Man muss auch steiler fahren, als man eigentlich erwartet. Also Jeffrey könnte einfach 90 Grad auf mich drauffallen, vom Gefühl. Aber ich glaube, es könnte klappen. Die nächsten 4 Tage kriege ich das hin. Kannst du so lange noch? Nee. Dann muss es heute sein. 15 Meter auf 2 Rädern sind gut, aber Helge will einmal über den ganzen Platz. Wenn er es schafft, darf er sich Stuntman nennen. Mit jedem Versuch geht Helge näher ans Limit. Und dann deutlich über das Limit. Der Sierra landet auf dem Dach. Beide sind nicht angeschnallt. Aus Sicherheitsgründen. Denn so kommen sie schneller aus dem Auto. Geht da? Ja. Rein ging es leicht. Raus ist ein Problem. Jeffrey ist nicht verletzt. Und Helge auch nicht. Helge! Zum Glück passierte der Crash nur bei Schrittgeschwindigkeit. Ja, alles gut. Die Helfer müssen das Auto schnell wieder auf die Räder wuchten, damit nichts Feuer fängt. Der Motor ist glühend heiß. Helges ersten Crash hat der Sierra mit ein paar Kratzern überlebt. Aber die Landung auf dem Dach gibt ihm den Rest. Endstation. Motor läuft noch, schnell ausmachen und weiß nicht, läuft jetzt Benzin, Öl irgendwo aus, kann was Feuer fangen, kippt einen irgendwas drauf, aber man ist darauf angewiesen, dass einen jemand wieder in die Waagerechte befördert. Das hat schon ein bisschen gedauert. Also die 5 Sekunden, die kamen mir, sagen wir mal, vor wie 2 Minuten. Das Ende einer alten Familienkutsche. Aber trotzdem, Helge hat es geschafft. Er ist 15 Meter auf 2 Rädern gefahren. Übrig bleiben ein erfüllter Kindheitstraum, ein endgültig schrottreifer Sierra und Spuren auf dem Übungsgelände.